So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir eine ganz besondere Spezialfolge und einen ganz besonderen Spezialgast, der Crazy O. Guck dir den mal an, wenn du den siehst. Der ist nämlich auch da und er kommt nicht alleine. Der hat erstmal zwei Bier mitgebracht. Die Marke könnt ihr hier auch ablesen, ne? Seht ihr? Nichts. Hier haben wir es dafür nochmal deutlicher. Seht ihr das Etikett auf dem Etikett? Wunderbar. Ich mache jetzt mal mein Bierchen auf und dann erzähle ich euch gleich, um was es eigentlich geht. Willst du jetzt selbst öffnen oder soll ich öffnen? Öffne mal mit, ne? Ist hier noch nicht zu. Ja, ist okay. Und zwar geht's heute um den Merlin. Kennt ihr den Merlin? Nicht diesen Zauberer mit dem Zottelbart, sondern den Streamer mit dem Zottelbart. Der Battle Rapper mit dem Zottelbart. Nein, der ist auf jeden Fall. Hat mir der Crazy O was gezeigt von Merlin und den fand ich sofort sympathisch. Hab gesagt, oh, der ist ja richtig lustig mit seinen Filtern immer auf dem Kopf, ne? Und es ging jetzt, was hat das Ganze mit Essen zu tun, um Hawaii-Döner. Der Merlin macht nämlich immer seinen Cringe-Faktor, das Unfassbare. Da zeigt er eigentlich cringige Battles oder besonders lustige oder doofe Sachen. Und der Crazy O hat mir eine Geschichte erzählt, da ging es um Hawaii, kulinarische Dinge. Und als es um das Thema Hawaii-Döner ging, Ananas auf Döner, ist was passiert nämlich. Ich bin auf absolute Intoleranz gestoßen. Ich wurde gebannt im Chat und alle haben sich ausgekotzt, wie kann man nur. Und da wollte ich die Leute vom Gegenteil überzeugen. Gebannt wegen Ananas auf Döner, das verstehe ich nicht. Und jetzt gab es so eine Absprache, der Crazy Hot Dog sagt, ja, der Ramses, der isst ja eh alles, ne? Wenn ich da beim Ramses bin, da können wir ja mal einen Hawaii-Döner essen. Das will er dem Merlin dann nämlich mal schicken, ne? Jetzt will ich mir schon an, wie Peter lustig. Und dafür ist das Video, falls es der Merlin bei sich anguckt, so, Grüße an den Merlin natürlich. Ich muss sagen, bei uns gibt es keine Hawaii-Döner in Hildburghausen, wo ich herkomme. Die haben uns auch eben komisch angeguckt, was ich auch wieder nicht verstehen kann. Denn egal, wo ich hingehe im Umfeld, da steht rechtmäßig immer Hawaii-Döner mit auf der Karte. Überall, ob das Schleusingen ist, ob das Eisfeld ist, ob das Coburg ist, ob das Suhl ist. Kennst du nicht? Gut, dachte ich mir schon. Aber eigentlich ist Hawaii-Döner ja nichts anderes wie... Ja, ne? Und deswegen können wir den nämlich heute mal probieren. Der Marius hat sich hier extra ein Dürüm geholt mit Ananas drauf. Den kannst du jetzt mal auspacken. Und ich packe mal meinen Döner aus. Gucken, ob man die Ananas sieht. Ich habe extra jetzt ohne Soße genommen, aber extra scharf. Ich hoffe, dass man das Scharfe sieht. Vor allem der eine war verdutzt wegen Ananas. Und der andere war verdutzt, weil ich gesagt habe, ohne Soße. War ohne Soße! Da ist der total... Kennt er gar nicht, ne? Aber ich ernähre mich ja gesund. Deswegen auch Obst auf dem Döner und... Jawohl, direkt gekleckert. So, ich check gar nicht. Seht ihr die Ananas? Ich sehe keine. Also bei mir quillst du schon hier oben raus. Vielleicht sehe ich sie nicht, weil sie so hell ist, genau. Ich gucke einfach mal unten nach. Ach, da unten, da hängt welche. Bei dir ist die schön reingestreuselt. Hier können wir, da können wir was erkennen. Seht, da drin ist die Ananas, ne? Fasst mal da rein und das ist... Ananas. Und wenn wir das jetzt essen, ist keine mehr im Döner. Nach extra scharf sieht das zwar gerade nicht aus, da fehlen überall die roten Punkte, aber the Crazy O, ne? A.k.a. the Marius, ne? Ich habe mal gerade so oben ein paar Ananasstücke weggegessen, das ist scheinbar welche aus der Dose. Das heißt, er isst die Ananas einfach ohne den Döner separat. So könnt ihr das natürlich auch machen. Wir lassen uns den jetzt auf jeden Fall schmecken und ich würde sagen, erstmal einen Schluck Bier, ne? Zum Anfang, Prost, ne? Guten Hunger und Grüße an den Merlin oder an den Chat. Macht mal einen Toast in den Chat. Auf YouTube geht das nicht, aber wenn ihr das da drüben guckt vielleicht, könnte man einen Toast in den Chat machen. So. Hawaii Toast. Und keine Sorge, ich rede eigentlich nicht so, ich tue immer nur so. Ich habe gar nicht getrunken. Okay. Habt ihr schon mal Bier getrunken? Schreibt es mal in die Kommentare. Nein, kennt ihr? Ist ja die Frage. Habt ihr schon mal Hawaii-Döner gegessen? Gibt es bei euch in den Dönerläden Hawaii-Döner? Steht er auf der Karte? Oder habt ihr euch schon mal einfach so einen bestellt? Man kann ja alles machen, wie man möchte. Ich habe mir auch schon mal einen Honigdöner gemacht. Sprich, ich habe ohne Soße genommen und habe zu Hause einfach von der Honigflasche Honig drauf gestreut, gekippt, gedrückt und habe den gegessen. Und ich finde, Honigdöner ist viel spezieller als einfach ein Hawaii-Döner, ne? Weil Hawaii-Pizza essen ja auch viele. Ich muss gerade von meiner Seite aus sagen, bei uns ist der auch nicht üblich.
Ich bin das erste Mal auf den gestoßen, als ich in Worms war, am Bahnhof gewartet habe und dachte, Hawaii, ich esse gern Hawaii-Pizza, probierst du mal. Und da war ich hin und weg. Und bei meinem Kumpel Eschox, der bei Siegen wohnt, auch in einem kleinen Vorort, da gibt es den auch serienmäßig, genau wie den Cheese-Döner, den Fisch-Döner. Also da sind keine Kreativität, keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen. Fischdöner mit Thunfisch drin. Bei uns in Coburg gab es wenigstens den Backfischdöner, wo du halt einfach so ein schönes Brötchen hast sozusagen mit Gemüse drin und einem Backfisch. Wie einfach ein Backfischbrötchen, nur statt Dönerfleisch halt Backfisch. Sagen die Leute erst was, Fischdöner, igitt, aber denk mal drüber nach, es wird eigentlich was ganz Normales. Und in Eisfeld-Schleusingen natürlich den Chili-Cheese-Döner mit Tacosoße, mit Pizzakäse, mit ganz viel Jalapenos. Finde ich auch immer richtig genial, da ist kaum Gemüse drauf, außer die Jalapenos und viel Fleisch und viel Soße und richtig fett, brutal. Esse ich auf jeden Fall auch sehr gerne. So, merkst du jetzt die Ananas bei dir, oder? Ja. Ich finde, ganz dezent kommt dieses Süßliche mal durch, ja, aber... finde ich absolut geil. Das ist genau dieser Punkt, was ich auch daran mag. Ich finde aber trotzdem, es sind zu wenig Ananas. Die hätten da ruhig einen ganzen Baum draufschmeißen können, weil... Vielleicht ist das bei dir tiefer unten drin, dass das anders verteilt ist. Das ist nämlich viel tiefer gehend, als ihr denkt. Also das ist nicht so oberflächlich, einfach Ananas auf Döner. Also ich kann jetzt schon mal sagen, als Zwischenstand, ich bin absolut, ich wollte genau das haben und habe genau das gekriegt. Genauso stelle ich mir den Ananas-Dürüm vor und der schmeckt geil. Abgesehen davon, dass ich eben dachte, bei den ersten Stücken, das schmeckt nach Dose Ananas, aber kommt trotzdem gut durch innerhalb des Dürüms. Genau, solange unten nicht noch der Deckel von der Konserve mit drin hängt und man sich einfach den ganzen Kopf abreißt, ist alles okay. Ist auch mal was anderes, wenn ihr den Döner ohne Soße nehmt, da merkt ihr viel mehr auch einfach von dem Salat, von den Gürkchen, von dem Fleisch, weil sonst schmeckt das einfach ja nur nach Soße. Ansonsten, was passt für Soße auf dem Hawaii-Döner? Cocktailsoße. Oder Joghurtsoße, so ein bisschen. Karibik. Mm. Ja, das haben die ja alles nicht, gut. Das interessiert mich mal gerade, vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen. Mir fällt das jetzt gerade auf, ist das normal, dass das Fladenbrot, dass das teilweise hier so komische graue Verfärbungen hat? Echt, hier, halt mal die Kamera. Das ist, weil das so schön dünn ist, da guckt das Fleisch durch. War das ernst oder ein Gag? Ich weiß es nicht. weil das erinnert mich halt einfach gerade so an Schimmel. Nein, Schimmel. Aber ich glaube nicht, dass die Schimmel direkt da an... Doch, extra heute für die Spezialsender. Ja, hier, warte. Wolltest du nicht Schimmelkäse haben? Gorgonzola-Döner. Okay. Mit Schimmelkäse drauf. Also mit Gnocchis mag ich Gorgonzola durchaus. Aber es darf nicht zu intensiv sein, das stimmt. Eher mit so einer Käsemischung mit Gorgonzola unter anderem mit drin. Dann ist das nice. Da war wieder das Unwort des Jahres. Gnocchis. Als er letztens schon da war. Oh, hier gibt es sogar Gnocchis. Und ich, was gibt's? Gnocchis? Da zeigt er auf die Karte und ich sage, ach, Gnocchi. Sehr genial, Gnocchi. Mm. Aber wie spricht man es aus? Ich weiß es nicht. Sagt ihr auch Gnocchi? Ich laufe aus. Oder sagt ihr Gnocchi? Oder sagt ihr was anderes? Ja, der Adi freut sich, da was zum Aufschlägen. Ja, schon mal gerade Dinge, hast du selbst. Gut, Marius ist raus, ne? Der muss jetzt die Wohnung putzen, ihr habt's gesehen. Wie gesagt, schreibt mal rein, habt ihr auch schon mal Hawaii-Döner gegessen? Ich hab weiße Flecken auf der Hose, ja, also ihr versteht. Ja, da muss man sich sofort drum kümmern, nicht, dass noch mehr kommen. Und sogar auf dem Stuhl, da hat er ja wieder hier die... Mann. Das war's auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns, glaube ich, beim nächsten Mal wieder ohne den Marius, ne? Den sperre ich jetzt im Bad ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.